Euro jährlich und die Stromkosten. Und diesen Vertrag habe ich gefaxt in der VSV und die schauen, dass sie jetzt vielleicht den gleichen Vertrag bekommen mit den Arlberger Bergbahnen. Aber für ATV haben wir keinen Platz mehr oben. Das einzige Platz wäre unterhalb von dem Container. Ich muss aber selber lachen gerade, gell? Ja. Ja. Nicht aus Erfahrung. Nicht aus Erfahrung. Ja. Bei der Frau, meine ich jetzt. So, die wissen wir nicht noch. Also, hier haben wir es auf 6 MH gesprochen. Er wird sich um die eingehende Spende kümmern. Und gesondert verbuchen. Sie werden ausschließlich für das ATV-Relais Zugspitze verwendet werden. Okay, also werden wir eine Spende machen. Stark. Ich würde also vorschlagen, ja. Das Geld wird von euch abgezählt und ihr kriegt von mir eine Quittung und dann ist... Kann man machen. Ich sammle jetzt vorläufig. Ja. Wenn mal jemand reingeht, das ist einmal der grobe Aufbau, mechanisch, und die Verdrahtung innen drin, es fällt also da unten noch die Steckerleiste mit den Anschlüssen. Das ist nur einmal für den Test, ob es geht. Das wäre also vorgesehen, haben wir 70 cm zum Anspannen. Also alleine habe ich das keine Vorstellung, was man hat, ob das funktioniert und so weiter. Rechts, der Jump Champ. Hat er auf 6 Boden oder sowas drauf angesetzt, dann hat er ein paar Schaltungen aufgebaut und schiebt die Problem rein. Da geht es ja über ihm. Da muss er über ihn. Das war's für dieses Jahr. Servus, gute Heimfahrt. Ja, danke, tschüss.